Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Landwirtschaftssimulator 22. Ja, es geht weiter im Ellen Creek bei der 0-Euro-Challenge. Ich habe das Feld hier schon mal ein bisschen vorgedüngt, damit wir hier gleich fertig sind, damit wir im Ruhe auf unser eigenes Feld gehen können. Was wir auf jeden Fall auch noch schnell bearbeiten müssen. Und wie ihr seht, ich bin fast fertig, also dürften wir eigentlich bald beendet haben. Danach werde ich wahrscheinlich nichts mehr annehmen, weil unser eigenes Feld hat er jetzt erstmal Vorrang dann. Aber es ist doch alles okay. Also ich denke mal, die war noch runter, die andere noch hoch und dann sind wir auf jeden Fall ready for Takeoff. Ja, ich guck mal eben wegen einem Flachgrubber. Ich habe so ungefähr 190 PS. Da können wir uns, ich denke mal, nichts von leisten. Beziehungsweise hier unten die Dinger. Da wird schon wieder heavy. Aber wir können mal bei Scheibenegge gucken. 190 PS, der würde gehen. Ja doch, der würde gehen und dann würde ich sagen, dass wir den auch schon mal mieten. Ich weiß jetzt gar nicht, ich hatte ja Gerste drauf wegen den Mulchen, ob wir das brauchen. Ich würde es jetzt erstmal sein lassen. Und dann, ja, gucken wir einfach mal, wie wir gut vorankommen. Ich denke mal, Dünger für unser Feld reicht hier noch. Dann habe ich noch einen neuen Mod drin, und zwar den Ballenzähler. Falls wir Ballen machen, dann können wir sehen, wie viele wir gepresst haben und gewickelt haben. Ja. Ich dachte, ich nehme den einfach mal rein, ist cool. Mit GPS komme ich richtig, eigentlich richtig gut zurecht. Hier kriegen wir auch richtig gut Geld raus. Wir dürften vielleicht gleich nochmal einmal oben rumfahren und, ja, weil wenn ich jetzt hier in Kamera mache, klar, könnte man machen. Wir sehen aber halt nur nichts, das ist das, ja, nicht Problem, aber das Blöde. Zeit spiele ich aktuell auf mal 3. Ich denke mal, das behalte ich auch mit 3 Tage. Ich denke mal, kommen wir gut mit zurecht. Ja, des Weiteren werde ich Raps ansehen. Das heißt, wir dürfen uns dann auch noch eine Sämaschine mieten. Von, ich denke mal, gut, die ist schon zu krass. Also mit 190 PS können wir gut die mieten, aber da kratzen wir halt auch gut am. Wie heißt es, gut am Maximum. Mir ist gerade das Wort entfallen. So, ich mach mal hier. Jetzt können wir die ja wenigstens abgeben. Und dann fahren wir jetzt zu unserem eigenen Feld und können da düngen. Das Gute ist, hier haben wir jetzt halt dann schon mal wieder ein bisschen Geld eingenommen. Also, ja, vielleicht gucken wir auch, dass wir im Winter dann paar Bäume oder so setzen. Ich guck mal, ob ich noch ein bisschen Dünger oder so, weil hier ist ja noch was am Händler. Ach ja, genau, das ist der Grubber, den wir gemietet haben. Aber wir fahren jetzt erstmal düngen. Und dann holen wir den Grubber und dann grubbern wir und dann wird angesät. Theoretisch müssen wir dann noch walzen. Düngen und Unkraut spritzen, also auf unser Feld haben wir jetzt noch ein bisschen was zu tun. Ich guck nur gerade, wie wir am schlauesten fahren. Doch, wir fahren hier hinten gleich an der Farm die Einfahrt rein und dann machen wir das alles von da aus. Und mit GPS, mit Alt C, Alt X, Alt E und so, muss ich mich halt noch ein bisschen einfuchteln. Ich komme gut klar, aber ich bin halt noch kein Profi damit. Und wahrscheinlich werde ich Feld 51 entweder nehmen wir das zum Baugrundstück oder wir nehmen ein anderes Grundstück. Auf jeden Fall behalten wir das erstmal. Und dann muss ich gucken, ob ich jetzt ja, wie wir dann halt gut schnell an Geld kommen, weil mit Mission über Wasser halten ist zwar eine Option, aber das ist halt keine Lösung. Wir brauchen einen eigenen Drescher, wir brauchen einen Hänger, Sämaschine, Grubber, Pflanzenschutzspritze, das können wir uns alles aktuell nur mieten. Da habe ich mir halt eine Aufgabe gemacht, die ist heavy, aber nichts ist unmöglich, deswegen kriegen wir auch das irgendwie hin. Gut, das dauert jetzt halt zeitlich ein bisschen, aber mich stört es nicht, ich habe Bock an dem Projekt und aktuell kommen ja 2 Folgen am Tag, das behalte ich jetzt auch erstmal bei. Und dann gucken wir jetzt mal, dass wir hier auch perfekt
Wie kann ich dich denn noch mal öffnen? Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich jetzt das Dings öffnen konnte. Ich muss mal kurz gucken. Ne? Ich bin so lost, was das angeht, ne? Ich mache jetzt einfach hier mal einen Punkt. Ja, okay. Haben wir auf jeden Fall gut was gemacht. Das heißt, ich gucke jetzt, dass wir hier eine gerade Linie irgendwie hinkriegen. Ich glaube, das ist nicht möglich. Ich denke mal, dass das ist nicht möglich. Deswegen machen wir hier wieder aus. Ja, wie ihr seht, ich komme damit. Ja, so lala zurecht. Ich weiß halt immer noch nicht, wie man, also so wirklich, wie ich ins Menü komme, muss ich mich noch mal ein bisschen ranfuchteln. Ja. Aber man lernt ja nie aus, man lernt ja dazu. Ich habe ja im 19er Teil nur mit VCR gespielt und jetzt wird es Zeit, dass ich mich mit GPS befasse und dann hier dann auch gut mit, ja, eigentlich gut mit zurechtkomme. Aber das Feld haben wir ja gleich gut gedüngt. Dann können wir das nämlich hier unten stehen lassen und dann hoch zum Händler fahren und dann halt, ja, den Grubber holen und dann anfangen zu grubbern. Aber ich denke mal, den Ertrag, den kriegen wir hier auf jeden Fall gut raus. Ist zwar ein kleines Feld, aber Kleinvieh macht halt auch Mist. Und zum Glück können wir hier alles hier stehen lassen, erstmal im Brand, dass wir dann hier safe sind. Deswegen stelle ich das einfach wieder hier hin. Koppeln wir mal ab und dann fahren wir mal hoch zum Händler. Dann, weil das müssen wir auch schnell wieder abgeben, weil Mietkosten fressen uns ja dann auch noch zur Not auf. Deswegen muss ich halt auch gucken, dass wir zum Beispiel hier sowas ernten, wäre jetzt halt cool. Aber das ist halt nicht da, deswegen fahren wir ganz entspannt, machen alles ganz entspannt. Und wenn ich jetzt den Grubber abgegeben habe, miete ich uns dann auch direkt eine Sämaschine, kaufe uns Saatgut und dann machen wir das alles. Nicht, dass ich hier noch weggerammt werde, aber man weiß halt nie, ne? Alt C war das. Ich muss jetzt mal kurz hier nebenbei gucken, wie das nochmal war. Genau, Alt X ist anmachen. Oh, okay. Aber Steuerung S, okay, jetzt habe ich es wieder genau. Ja, ich muss halt ab und zu nachgucken, weil ich weiß es halt nicht so, ne? Ich bin halt nicht so wirklich drin, damit, deswegen muss ich halt gucken. Aber zum Glück hat man die Hilfefenster und dann passt das ja alles. Der Weg zum Händler ist halt auch immer echt gut weit und dann. Was ist denn das für ein. Ich halte mal kurz hier an. Was ist denn das überhaupt für eine Fabrik hier? Bäckerei. Was bräuchte man für die Bäckerei? Weil theoretisch wäre die Bäckerei dann eine Investition, die wir uns geben könnten. Da gucke ich dann mal gleich im Bau, also im Baumenü, was die Bäckerei braucht, weil für 50.000 ist okay. Da gucken wir doch mal einmal schnell nach hier. Die Bäckerei muss doch hier irgendwo sein unter Produktion. Bäckerei. Ach, die braucht Eier, Butter, Molkerei, Getreidemühle.
Spinnerei. Da die Bäckerei. Ja, gut. Gut, die Bäckerei. Ja. Wäre zwar vom Preis her cool, aber wir haben die ganzen Materialien nicht. Bis wir da was verdienen, muss ich halt auch mal gucken. Ich guck mal beim anderen Spielstand, was ich für Brot alles brauche. Und dann. Weil für 50.000 eine Bäckerei zu kaufen, ist halt echt schon entspannt. Muss man dann halt auch erstmal gucken. Weil ich habe keine Milch, ich habe keine Eier. Gut, Hühner. Hühner wäre auf jeden Fall eine Idee. Die Hühner bauen wir uns aber in der nächsten Folge. Ich tue jetzt gleich erstmal krubbern. Pflügen brauchen wir ja zum Glück nicht. Und dann tue ich eine kleine Ecke abnehmen und mir einen Hühnerstall platzieren, wo wir dann Hühner bauen können. Wo ich das dann halt ausmale und dann kann man Weizen ansehen und aus dem Weizen kriegen wir Eier und die Eier können wir gut verkaufen. Das ist eine gute Idee. Das machen wir. So, dann nehme ich auch das erste Geld parat, also ne, die erste Geldquelle außer Mission. Das ist eine gute Idee. Gut, eigentlich wäre die Fläche auch geil, weil ich fahre hier mal kurz rein. Hier haben wir ja drei Felder, die wir auch gut ansehen könnten. Da ist noch was zum Ernten. Unterstände. Was haben wir hier drauf? Rüben im Wachstum. Was würde das Feld denn kosten? Oder das Land? Vielleicht machen wir da dann nochmal eine kleine Änderung, weil das wäre richtig gut. Was? 156.264. Alles klar. Ich muss da dann einfach mal gucken, was wir dann da machen könnten. Für unser Land kriegen wir. Was kriegen wir denn noch für unser Land überhaupt? 91,4. 91, 104. Gut. Ich denke mal, das werden wir aber in der nächsten Folge gucken. Weil, cool wäre es auf jeden Fall. Wir fahren auf jeden Fall runter, krubbern das. Düngen 6000. Düngen 3000. Ich nehme nochmal zwei Missionen an. Ernten 8000 Kartoffeln. 7000 da Feld 39. Ich gebe jetzt erstmal nochmal hier den Krubber zurück, weil wir jetzt dann erstmal doch die Mission machen. Den Plan aber im Haufen geschworfen, weil cool wäre dann natürlich hier das Land auch zu haben. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und Investition, die ich angehen werde. Das heißt, ich werde das Feld unten verkaufen. Ja, ich habe es frisch geholt. Ich weiß, unentschieden. Ja, ich sehe es kritisch. Ihr seht es kritisch. Ich weiß, ich war zu voreilig. Ja, vielleicht. Aber ich habe ja auch nicht gedacht, dass da noch mal Hallen mit sind, weil ich habe erst gedacht, da ist alles clean. Ich würde sagen, ich fahre jetzt erst düngen. Ich kann die. Warte mal. Ich habe die nicht. Doch jetzt so. Feld 11, Feld 58. Ui. Feld 39. Feld 11 ist da und Feld 58. Ich fahre jetzt erst auf Feld 58. Fahren wir halt nochmal ein bisschen düngen. Und dann passt das schon. Haben wir zwar das Feld umsonst gedüngt, aber ist nicht schlimm, weil dann können wir uns da nämlich einen schönen Hof aufbauen. Da kann ich das Feld dann hier in der Folge auch wieder abgeben. Das mache ich jetzt auch eben schnell. Ich hänge nur kurz den Streuer an. Komm schon. So, das Feld, wie ihr seht, das gebe ich jetzt ab. Wo ist es denn da? Jupp. Das heißt, für hier oben fehlen uns nicht mehr viel. Circa 20.000 fehlen uns.
Aber in der Zeit, wo ich jetzt zu Feld 58 fahre, soll es das für euch gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo und einen Daumen da, schaltet gerne das nächste Mal wieder ein. Und ich sage Tschüss und ciao.